Warum bin ich hier? Also, wesentlich heute, um mal hier ein Zeichen zu setzen, dass das System, so wie es jetzt hier gerade sich gezeigt hat in den letzten Jahren, so nicht funktioniert und dass es auch so nicht weitergehen kann. Ah, das System. Also, die Mechanismen, die wirken, sind letztendlich, also haben dazu geführt, dass wir gigantische Schuldenberge angehäuft haben. Und wer bezahlt die Schulden? Wir bezahlen sie jetzt alle. Wir haften jetzt alle für die Fehler, die einige wenige gemacht haben. Und letztendlich bezahlen wir das noch. Und zukünftige Generationen werden jetzt dafür bezahlen. Und ich finde das einfach eine zum Himmel stinkende Ungerechtigkeit, die, mit der ich eigentlich nicht leben kann. Und deswegen bin ich heute hier. Warum ich heute hier bin? Wir haben uns heute schon unterhalten, dass es auch immer die Frage ist, dass wir selber auch verantwortlich sind in der Welt, in der wir leben und vielleicht auch zum Teil mitverantwortlich sind für dieses System. Und das Problem ist aber, dass in unserer Zeit irgendwie keiner die Schuld annehmen will. Und ich glaube, dass ich, indem ich hier stehe, auch oder motivieren will, dass jeder auch eine Stimme hat und auch vielleicht mit Schuld trägt und jeder sich selber immer wieder hinterfragen soll, was kann ich heute tun? Wir müssen ihnen zeigen, dass es so nicht weitergeht. Dafür müssen wir kämpfen, dafür müssen wir auftreten. Danke. Man kann einen Teil des Volkes eine ganze Zeit lang belügen. Und man kann die ganze Zeit einen Teil des Volkes belügen. Aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit belügen. Wir müssen an die Zukunft denken. Die einzige Zukunft, die diese Welt hat, sind unsere Kinder und Kindeskinder. Wir sind das Volk. Der Ruf muss von hier wieder ausgehen, bis hier 70.000 und mehr Leute auf der Straße stehen. Deswegen, Leute, zum nächsten Treffen. Unbedingt. Ich will jeden hier wiedersehen. Freiheit auf Kosten der Freiheit. Und das kann nicht sein. Eine Farce. Das, was in den Medien präsentiert wird, ist nicht real. Informiert euch selbst. Wir können irgendwann Erfolg haben und rennen immer nur dieser Mohrrübe hinterher. Und das ist einfach nicht möglich. Es ist einfach verdammt nochmal nicht möglich. Dass dieses Kapitalismus-System auch zusammenbricht, wie damals der Kommunismus. Und wir sind dabei, das zu erleben. Tag für Tag kommt es näher. Und ich bin aufgewacht. Aber ich liebe keine Wendehälse. Ich liebe keine Hierarchisten. Ich denke, wir müssen uns auch zusammenschließen vor der Demokratie und aber auch vor die Stilllegung aller Atomkraftwerke weltweit und zwar sofort. Weil hier in dieser Stadt mit krimineller Energie, mit Gewalt und mit staatlicher Macht das Grundgesetz ausgehebelt wird und das seit 20 Jahren. Weil das Bankensystem ist ein Ausbeutersystem, was vom Staat gefördert wird und auch diese ganze Industrie, diese ganzen Patente auf Mediziner und auf Lebensmittel, das kann nicht sein. Es reicht! Und das ist kein Rechtsstaat! Ich will eigentlich Menschen begegnen, ich will dem Wandel in Menschen in uns begegnen, dem Wandel in mir begegnen. Ich möchte mich verändern. Weil dann verändert sich auch das System. Und das wollte ich einfach nochmal in die Runde werfen, weil es mir hier in vielen Redebeiträgen viel zu politisch, viel zu weit oben abgeht. Mir geht es darum, die Liebe einfach aktiv zu leben in dem, was ich mache und nicht nur in dem, was ich rede. Das heißt auch in dem, was ich kaufe, in dem, was ich esse, einfach versuchen, die Welt und meine Mitmenschen zu schätzen. Danke. Ja.